Hören, Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Entschuldigung, was kostet diese Tasche? Die Tasche ist reduziert. Warten Sie mal. Sie kostet 24,95 Euro. 24,95 Euro. Das ist wirklich billig. Ja, sie ist 30% billiger. Gut, ich nehme sie. Entschuldigung, was kostet diese Tasche? Die Tasche ist reduziert. Warten Sie mal. Sie kostet 24,95 Euro. 24,95 Euro. Das ist wirklich billig. Ja, sie ist 30% billiger. Gut, ich nehme sie. Nummer 2. Verzeihung, ich suche Frau Reinelt. Sie ist Sekretärin in der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung ist in der 4. Etage. Und das Sekretariat? Moment, ich denke links. Ja, Zimmernummer 413. 4. Etage links. Zimmer 413. Dankeschön. Gibt es hier einen Aufzug? Ja, gleich hier rechts. Verzeihung, ich suche Frau Reinelt. Sie ist Sekretärin in der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung ist in der 4. Etage. Und das Sekretariat? Moment, ich denke links. Ja, Zimmernummer 413. 4. Etage links. Zimmer 413. Dankeschön. Gibt es hier einen Aufzug? Ja, gleich hier rechts. Nummer 3. Schumann, guten Tag. Lange hier. Guten Tag, Frau Schumann. Herr Lange, wo sind Sie? Es tut mir leid. Mein Auto ist kaputt. Ich komme mit dem Bus. Ich bin um 2:30 da. Geht das? Ja, Herr Lange, das geht. Also bis 14.30 Uhr. Schumann, guten Tag. Lange hier. Guten Tag, Frau Schumann. Herr Lange, wo sind Sie? Es tut mir leid. Mein Auto ist kaputt. Ich komme mit dem Bus. Ich bin um 2:30 da. Geht das? Ja, Herr Lange, das geht. Also bis 14.30 Uhr. Nummer 4. Hallo, Anna. Was machst du Silvester? Tag, Christina. Ich mache Skiurlaub in der Schweiz mit meinen Freunden. Oh, das ist doch super. Wann fahrt ihr denn? Am 27. Dezember. Und am 3. Januar sind wir wieder da. Am 27. Dezember? Na dann, viel Spaß beim Skifahren und gute Fahrt. Hallo Anna, was machst du Silvester? Tag, Christina. Ich mache Skiurlaub in der Schweiz mit meinen Freunden. Oh, das ist doch super. Wann fahrt ihr denn? Am 27. Dezember. Und am 3. Januar sind wir wieder da. Na dann, viel Spaß beim Skifahren und gute Fahrt. Nummer 5. Entschuldigung, ich suche die Post. Warten Sie. Am besten gehen Sie hier rechts über den Marktplatz und dann geradeaus die Lutherstraße entlang. Ungefähr 100 Meter. Und dann an der Kreuzung, links an der Ecke, ist die Post. Vielen Dank. Entschuldigung. Ich suche die Post. Warten Sie.
Am besten gehen Sie hier rechts über den Marktplatz und dann geradeaus die Lutherstraße entlang, ungefähr 100 Meter. Und dann an der Kreuzung, links an der Ecke, ist die Post. Vielen Dank. Nummer 6. Guten Tag, was darf es sein? Guten Tag, ich nehme 200 Gramm Käse. Welchen möchten Sie? Den aus Frankreich für 2,30 Euro. Bitte schön, 200 Gramm Käse. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Das macht 4,60 Euro, bitte. Guten Tag, was darf es sein? Guten Tag, ich nehme 200 Gramm Käse. Welchen möchten Sie? Den aus Frankreich für 2,30 Euro. Bitte schön, 200 Gramm Käse. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Das macht 4,60 Euro, bitte. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Sehr geehrte Fahrgäste, Fahrgäste, unser Zug hat 25 Minuten Verspätung. Wir kommen um 13.45 Uhr am Bahnhof Leipzig an. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Danke für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Nummer 8. Sehr geehrte Kunden, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir in 10 Minuten unser Geschäft schließen. Wir bitten Sie, die Ware an der Kasse zu bezahlen. Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. Nummer 9. Und jetzt das Wetter für morgen. Es bleibt in ganz Deutschland heiter bei warmen Temperaturen. In der Nacht 10 bis 13 Grad, tagsüber 17 bis 21 Grad. Und die Situation auf der Autobahn ist so, dass... Nummer 10. Haben Sie starke Kopfschmerzen? Können Sie nachts nicht schlafen? Dolodin Extra hilft Ihnen. Mit Dolodin Extra vergessen Sie die Schmerzen und schlafen ruhig. Die ganze Nacht. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von Susanna Meier. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hi, Susanna. Wo bist du? Der Film fängt in 10 Minuten an. Mensch, du kommst immer zu spät. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von Susanna Meier. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hi, Susanna. Wo bist du? Der Film fängt in 10 Minuten an. Mensch, du kommst immer zu spät. Nummer 12. Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Weber. Unsere Praxis ist vom 12. bis 24. Januar geschlossen. In dieser Zeit ist Frau Dr. Seewald in der Kastanienstraße 34 für Sie da. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr.
Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Weber. Unsere Praxis ist vom 12. bis 24. Januar geschlossen. In dieser Zeit ist Frau Dr. Seewald in der Kastanienstraße 34 für Sie da. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Nummer 13. Guten Tag, hier ist Lange. Ich bin krank und kann heute nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin bis Freitag krankgeschrieben. Geht es auch nächste Woche Mittwoch um 15.30 Uhr? Bis dahin bin ich wieder gesund. Ich rufe Sie morgen noch einmal an. Guten Tag, hier ist Lange. Ich bin krank und kann heute nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin bis Freitag krankgeschrieben. Geht es auch nächste Woche Mittwoch um 15.30 Uhr? Bis dahin bin ich wieder gesund. Ich rufe Sie morgen noch einmal an. Nummer 14. Hallo Schatz, hier ist Mami. Ich komme gegen 18 Uhr nach Hause. Kannst du bitte schon vorher Nudeln kochen? Du weißt schon, 8 Minuten und keine Sekunde länger. Also, bis dann. Hallo Schatz, hier ist Mami. Ich komme gegen 18 Uhr nach Hause. Kannst du bitte schon vorher Nudeln kochen? Du weißt schon, 8 Minuten und keine Sekunde länger. Also, bis dann. Nummer 15. Hallo Liebling. Stell dir vor, ich fahre gerade am Brandenburger Tor vorbei. Ist das nicht toll? Unser Reiseführer ist fantastisch. Er weiß sehr viel über Berlin und erzählt uns viele interessante Geschichten. Gleich machen wir eine Pause. Also, wir hören uns. Hallo Liebling. Stell dir vor, ich fahre gerade am Brandenburger Tor vorbei. Ist das nicht toll? Unser Reiseführer ist fantastisch. Er weiß sehr viel über Berlin und erzählt uns viele interessante Geschichten. Gleich machen wir eine Pause. Also, wir hören uns.